Hallo miteinander, mein Name ist Alf und herzlich willkommen zur Vorstellung meines Projektes zum Bau eines CO2-Monitors. Die Idee zu diesem Projekt kam mir während des Sommers, als ich mit meiner Frau, die Lehrerin ist, darüber diskutiert habe, wie man Schulen oder allgemeinen Unterricht sicherer machen kann, da ja doch relativ viele Wissenschaftler vor einer zweiten Welle gewarnt haben und damit gerechnet haben, dass man da entsprechend ein bisschen vorbereitet ist. Und auch ich unterrichte allerdings an einer Universität. Und ein bisschen Recherche hat dann recht schnell ergeben, dass CO2-Ampeln helfen können. Warum, darauf komme ich gleich noch. Es kam aber auch recht schnell raus, dass diese CO2-Ampeln relativ teuer sind und lange Lieferzeiten haben. Also, was machen wir? Wir bauen es einfach selber. Und darum geht es in diesem Projekt. Mich kann man immer gerne auf Twitter kontaktieren, unter dem angegebenen Twitter-Handle hier. Das ganze Projekt liegt auch in einer Dokumentation auf GitHub. Also, dort ist der Code, aber auch eine PDF, wo das ganze Projekt nochmal mehr oder weniger ausführlich geschildert ist, dargestellt. Da kann man mich dann natürlich auch kontaktieren. So, es geht also darum, CO2 zu messen. Dazu zunächst einmal, was ist CO2 eigentlich? Und wenn ich sage ich immer CO2, aber ich meine natürlich eigentlich den Stoff Kohlenstoffdioxid. Ich werde aber einfach immer CO2 sagen. Das ist also ein zunächst einmal einfach ein farb- und geruchsloses Gas. Geruchsloses Gas, was in der Außenluft vorkommt. Wie stark ist jetzt so die Konzentration in der Außenluft, um die zu messen? Das macht man typischerweise mit der Einheit ppm, also die Konzentration misst man typischerweise in ppm. Ppm ist Part per Million, das heißt also ein Millionstel eines Ganzen. Und das ist so, dass die Außenluft, also frische Luft, aktuell einen Wert hat von ca. 410 ppm. Ups. 410 ppm, und das entspricht eben, wenn man das jetzt umrechnen würde, wir wissen ja, ppm ist ein Millionstel, sind das sowas wie 0,04%. Ich habe rechts mal aufgetragen die CO2-Konzentration der frischen Luft als Funktion der Zeit, gemessen am Mauna Loa Observatory. Kann man eben schön sehen, dass von 1960 an hatten wir einen Wert von 320 ppm, bis 2020 ist es eben auf ungefähr 410 angestiegen. Dieser Anstieg liegt einfach daran, dass wir fossile Brennstoffe verbrennen und dabei eben einen Haufen CO2 freisetzen. So, jetzt ist es so, jetzt habe ich den Wert von Außenluft angegeben. Jetzt ist es so, dass CO2 deswegen hier von Interesse ist, weil wir uns in geschlossene Räumlichkeiten begeben werden. Und in geschlossenen Räumlichkeiten, wenn dort Menschen drin sind, was machen die? Die atmen. So, was passiert jetzt genau bei der Atmung? Das ist so, dass oder genauer gesagt, gucken wir jetzt mal uns die Lunge an. Bei Atmung ist es so, dass dort Sauerstoff praktisch eingeatmet wird, wird in den Blutkreislauf eingebracht, in den Zellen dann verbraucht und das Abfallprodukt dort ist dann CO2. Das wird dann in der Lunge wieder ausgeschieden, sodass man praktisch Sauerstoff in CO2 umwandelt, wenn man so will. Und beim Ausatmen ist es so, beim Ausatmen, dass ca. 4% der ausgeatmeten Luft sind eben CO2, besteht aus CO2, also das wären dann 40.000 ppm in dem Fall. Und so würde sich praktisch in einem Raum einfach die CO2-Konzentration immer weiter erhöhen. Na, das ist erstmal ein wichtiger Punkt. Das heißt, wenn wir einen Raum haben mit vielen Menschen, Raume mit vielen Menschen. Und da kann man sich jetzt verschiedene Räume vorstellen, sei es jetzt ein Klassenzimmer, sei es irgendwie, weiß ich auch nicht, ein Seminarraum, ein Vorlesungssaal, ein Hörsaal, eine Messehalle. Es ist einfach so, dass im Laufe der Zeit die CO2-Konzentration ansteigt. Okay, das ist jetzt erstmal eine Feststellung. Jetzt ist die Frage, hat das irgendwelche Konsequenzen? Ja, hat es. Und das Gebiet, was sich damit beschäftigt, das ist die sogenannte Lufthygiene. Lufthygiene. Das sind praktisch die Maßnahmen oder alle Arten von Maßnahmen, die Lufteigenschaften so zu verändern, dass man Krankheiten und Gesundheitsschäden verhindern will. Und das ist ein Fachgebiet, was im Grunde vor ungefähr 60, 150 Jahren aufgebracht wurde. Und ganz federführend war da der Max von Pettenkofer. Und entsprechend gibt es da auch die sogenannte
Pettenkofer-Zahl, die er praktisch 1858 ins Spiel gebracht hat. Die Pettenkofer-Zahl sagt, dass ein Wert von 1000 ppm so eine Art Grenze ist. Das ist ein kritischer Wert und das ist ein Wert, unter dem man bleiben sollte in einem Raum, damit man in diesem Raum vernünftig arbeiten kann. Und das ist, wie gesagt, von 1858. Und der Herr Pettenkofer von Pettenkofer hatte das auch im Hinblick auf Schulen zum Beispiel vorgeschlagen. Also wirklich ein sehr alter Wert. Wurde im Laufe der Jahre immer wieder bestätigt, dass dieses eine Grenze ist, die man auch heute noch genauso akzeptieren kann. Und es gibt da vom Umweltbundesamt eine Handreichung von 2008, die genauen Daten zu den Handreichungen, also praktisch die Referenzen, finden sich alle in dem PDF, was auf meinem GitHub-Account liegt, wenn sich das einer angucken möchte. Aber ich sage jetzt hier praktisch, werde jetzt hier nicht die genauen Referenzen aufführen, sondern nur die wesentlichen Resultate daraus. Das ist eben so, wenn man unter dem Wert von 1000 ppm ist, dann ist das laut Umweltbundesamt unbedenklich. Das ist also ein Klima, in dem man arbeiten kann, in dem man Schüler unterrichten kann, aber auch Seminare halten kann. Hat man jetzt einen Wert von 1000 bis 2000 ppm, dann ist das, wird das als auffällig bezeichnet. Das ist dann auffällig und es wird dann auch genannt, dass man dann lüften sollte. Also es sollte gelüftet werden, um die CO2-Konzentration abzusenken. Und wenn man jetzt einen Wert hat, der über 2000 ppm liegt, dann ist das also ein Wert, der als inakzeptabel gilt. Inakzeptabel. Schwieriges Wort. Und dann muss gelüftet werden, laut Empfehlung des Umweltbundesamtes. Es muss gelüftet werden. So, warum sollte dann gelüftet werden oder warum muss dann teilweise gelüftet werden? Weil die CO2-Konzentration ganz allgemein Einfluss hat auf die Leistungsfähigkeit von Menschen in diesem Raum. Es ist also, dass und das haben zahlreiche Studien belegt, auch die sind wieder in dem Paper auf GitHub verlinkt. Also das ist CO2-Konzentration hat Einfluss, und zwar einen negativen Einfluss, in dem Sinne eine höhere CO2-Konzentration führt zu reduzierter Leistungsfähigkeit, ganz allgemein zu reduzierter Leistungsfähigkeit, zu Konzentrationsvermögen. Aber auch Gedächtnisleistung. Und wie gesagt, das ist in wirklich in zahlreichen Studien immer wieder aufs Neueste belegt worden. Und da gibt es eben eine ganz einfache Methode, wie das da auch schon steht: Lüften. Lüften hilft, ne? Deswegen ist es so wichtig, regelmäßig zu lüften. So, das ist so wichtig, deswegen machen wir das mal ein. Umso erstaunlicher in dem Zusammenhang, dass es praktisch wirklich selten in Schulen irgendwie bei der Planung, bei dem Bau von Schulen Lüftungsanlagen von Anfang an mit vorgesehen werden, obwohl man bereits seit 160 Jahren eigentlich weiß, dass das ein wichtiger Punkt ist. Gut, nun ist es so, dass ausgeatmete Luft nicht nur CO2 enthält, sondern auch Aerosole. So, ausgeatmete Luft enthält auch Aerosole, Und das ist deswegen von Interesse, weil diese Aerosole Übertrager von Krankheiten sein können. Aerosole sind Überträger von zum Beispiel, und deswegen ganz aktuell, von dem SARS-CoV-2-Virus. Auch da, das ist mittlerweile wissenschaftlich belegt, Referenz in dem GitHub-Paper. Es ist aber nicht nur so, dass ist nicht die einzige Krankheit. Genauso ist es auch mit Tuberkulose. Also Tuberkulose als ein Beispiel und noch einige weitere. So, jetzt natürlich direkt die Frage, was sind Aerosole? Aerosole sind ganz einfach Schwebeteilchen. Schwebeteilchen in der Luft.
typischerweise mit einem Teilchendurchmesser kleiner gleich 5 Mikrometer. Und Schwebeteilchen bedeutet in dem Fall, dass diese Teilchen sich über einen endlichen Zeitraum, so abgrob einer halben Stunde sagt man, vielleicht halbe Stunde bis mehrere Stunden in der Luft halten und schweben. Deswegen Schwebeteilchen, Aerosole in Luft halten. Und Aerosole werden, wie gesagt, beim Sprechen ausgeatmet. Das heißt, wenn jetzt hier meinetwegen jemand steht, der redet munter vor sich hin und dann wird im Laufe der Zeit kommen einfach immer mehr Aerosole, wird er ausstoßen, das ist ganz natürlich. Und das ist eben dann ein Problem, wenn diese Aerosole eventuell Krankheiten enthalten, weil dann wird nämlich die Person, die ihm gegenüber steht, kann diese Aerosole einatmen und dann genau diese Krankheit praktisch auch bekommen. Darüber hinaus wird sich das auch sehr gut, werden sich diese Aerosole sehr gut in einem geschlossenen Raum verteilen. Nach gewisser Zeit verteilen sich im Raum. Und jetzt ist die Frage, wie kann man Aerosole messen? Kann man machen, ist aber sehr aufwendig. Stattdessen macht man eine viel günstigere Methode. Man verwendet die CO2-Konzentration in der ausgeatmeten Luft als Indikator für die Aerosole. Also die Idee ist, die CO2-Konzentration zu messen. Die CO2-Konzentration als ein Indikator für Aerosole in der Luft. Und das ist jetzt auch nicht was völlig Neues. Da gab es zum Beispiel vor ein paar Jahren einen Tuberkuloseausbruch an der Taipei University in Taiwan. Und da war es so, nachdem man eben in jedem Raum dieser Universität dafür gesorgt hat, dass die CO2-Konzentration dauerhaft unter 600 ppm war, kam praktisch dieser Tuberkuloseausbruch zum Halten und war eingedämmt. Ne? Also deswegen, wie gesagt, nichts Neues. Funktioniert, hat schon in der Vergangenheit funktioniert und deswegen sollte man erwarten, dass es auch hier funktioniert. Es ist, das muss man ganz klar sagen, eben so, dass wir nicht mit diesem Projekt die Virenlast messen. Nicht die Virenlast messen. Und genauso wenig messen wir auch die Aerosole, sondern wir messen eben als Indikator für die Anzahl der Aerosole in der Luft die CO2-Konzentration. So, nun ist es so, dass die Aerosolkonzentration, aber auch die CO2-Konzentration abhängig sind von gewissen Tätigkeiten, die man macht. Ne? Das ist abhängig, also die abhängig von Tätigkeit. Was ich damit meine, ist der Anteil der Atemluft, der ausgeatmeten Luft, der Aerosole oder auch der CO2-Konzentration ist Abhängigkeit von der Tätigkeit. Also es ist so, wenn ich pro Zeiteinheit atme, ich praktisch mehr aus, wenn ich mich körperlich anstrenge oder wenn ich laut schreie. Und es ist so, den geringsten Ausstoß von Aerosolen oder CO2 pro Zeiteinheit hat man, wenn man sich beispielsweise ruhig in ein Zimmer setzt und liest oder irgendwie nachdenkt, leise nachdenkt. Mehr Aerosole stößt man bereits aus, wenn man redet, weil dann der Mund dazu kommt. Man stößt durch den Mund Aerosole aus. Es werden nochmal mehr, wenn man singt. Da gab es ja leider einige tragische Fälle von Chören, bei denen es dann praktisch die als Superspreader-Event leider dienten. Und noch mehr stößt man aus, wenn man schreit. Ne? Also genau das, wenn man auf eine Demo geht beispielsweise und ohne Maske unterwegs ist, dann ist das ein klassisches Superspreader-Event eigentlich. Daher entsprechend auch die, ja, bei uns in Deutschland mit diesem schönen Wort abgekürzte AH und dann noch die zwei Buchstaben, die dazugekommen sind, AL, die AH-Regel, um das Coronavirus etwas einzudämmen, da hat man eben zum einen den Abstand zwischen zwei Personen, dann die Hygiene, was sich im Wesentlichen auf regelmäßiges Händewaschen bezieht, dann die Alltagsmasken, dann die App, die Corona-App, ich nehme das jetzt einfach hier mal so hin, und eben wieder das Lüften. Ne? Sprechen, lüften, um das geht es hier. Deswegen wieder einkreisen. Man soll also einfach lüften und hat dann durch die Lüftung entsprechend bereits eine starke Reduktion der Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken in einem geschlossenen Zimmer. Dazu vielleicht der passende, ja, Spruch.
Woran erkennt man eine Schule im Winter? Na, an den offenen Fenstern. Und das ist wirklich so, wenn man im Winter mal, was wir jetzt ja gerade haben, durch die Straßen geht und jetzt vor dem Lockdown, dass die Schulen noch offen hatten, die Gebäude in der Stadt, wo immer die Fenster offen waren, sind die Schulen. Das kann man jetzt vielleicht aufgrund des Klimawandels bis relativ weit in den Winter hinein noch machen. Allerdings irgendwann wird es dann einfach zu kalt. Deswegen bräuchte man eigentlich quantifiziertes Lüften oder irgendwelche Vorgaben fürs Lüften. Die Frage ist praktisch, wann lüften? Und da gab es vom Kultusministerium, je nach Bundesland, einmal die Vorgabe, dass man nur in den Pausen lüftet. Die Frage ist, reicht das aus? Und nein, ne, reicht nicht aus. Dann gab es später mal eine Vorgabe, dass man vielleicht doch alle 20 Minuten kurz mal lüftet. Ne, reicht das aus? Und dann ist schon klar, wenn es halt immer so wechselnde Vorgaben gibt, das ist halt irgendwie unbefriedigend. Unbefriedigend. Und das möchte man gerne quantifiziert, da möchte man gerne eine klare Antwort drauf haben, das irgendwie untersuchen. Und da lautet das schöne, deutsche Sprache ist ja schön, da kann man dann dieses schöne Wort des bedarfsgerechtes Lüften hervorbringen. Bedarfsgerechtes Lüften ist wichtig und das machen wir, indem wir die CO2-Konzentration in einem Raum messen und wenn die einen bestimmten Wert überschreitet, dann lüften wir. So, wie misst man jetzt die CO2-Konzentration? Kurz zu der Technik des Sensors, die CO2-Konzentration messen. Der Industriestandard da ist eigentlich die sogenannte NDR-Diagnostik, das ist die nicht-dispersive Infrarotdiagnostik. Es funktioniert so. Da hat man irgendwie eine Art, versuche ich das mal hier aufzumalen, irgendwie eine Art Sensor, der zum Beispiel so aussieht, dass wir hier einen Tubus haben. So. Wir haben einen Tubus, hier kommt Gas rein und hier geht Gas wieder raus. Gas ist in dem Fall ja einfach Luft, ne? Dann haben wir hier auf der rechten Seite eine Lampe, eine Infrarotquelle. Das heißt, das hier ist einfach eine Infrarotquelle. Da nimmt man typischerweise einfach eine Glühlampe. Das kennen die Älteren hier vielleicht noch. Glühlampen sind ja doch sehr effiziente Infrarotquellen. Dann geht die Strahlung der Lampe einfach durch diesen Gastubus. Da sind dann, ist dann eben Luft drin, CO2-Teilchen auch oder Moleküle. Am Ende hat man einen Filter, einen optischen Filter und dahinter einen Detektor. Also hier haben wir einen optischen Filter. Wozu braucht man jetzt diesen Filter? Also, es ist so, wie gesagt, es wird von einer Lichtquelle wird Infrarotstrahlung emittiert. In dem Fall, wie gesagt, an der Glühlampe. Dann ist es so, dass CO2 absorbiert Infrarotstrahlung einer ganz bestimmten Wellenlänge. Und zwar, um hier präzise zu sein, sind es 4,26 Mikrometer. CO2 absorbiert also diese Infrarotstrahlung, die fehlt dann in der Gesamtbilanz. Und wenn wir am Ende jetzt die Strahlung noch durch einen Filter passieren lassen, dieser Filter lässt nur die Infrarotstrahlung durch. Lässt nur 4,26 Mikrometer durch. Und der Detektor misst dann praktisch die Intensität des übrig gebliebenen Lichtes. Dann wissen wir nach der Messung der Intensität, wie viel CO2 war in dem Glas, in dem Gastubus praktisch enthalten. Weil alles, was das CO2 absorbiert, das fehlt von der Gesamtbilanz. Und so kann man dann eben schön die CO2-Konzentration messen. Für den Interessierten, das ist das Beerlambertsche Gesetz, was man da anwendet, um die Konzentration zu messen. Und das ist praktisch der Industriestandard. Da gibt es verschiedene Sensoren. Den Sensor, den ich hier verwende, das ist der sogenannte SCD30 von der Schweizer Firma Sensirion, der also wirklich sehr schön und sehr gut funktioniert. Es gibt da noch ein etwas günstigeres Modell mittlerweile aus China, was auch überwiegend gut funktioniert. Ich habe von ein paar Kollegen gehört, von kleineren Ausfällen, aber im Wesentlichen funktioniert das auch. Das ist die Firma Winsen. Ganz wichtig ist,
dass man nicht auf die Idee kommt, Sensoren zu messen, die sogenannte ECO2, was dann Äquivalent-CO2-Sensoren sind. Die messen, oder als Beispiel dafür ist zum Beispiel der BME 680 von Bosch. Was die messen ist, die messen viel mehr. Die messen nämlich die flüchtigen organischen Verbindungen in der Luft und machen dann, schließen daraus zurück, wie viel CO2 die Luft vermutlich hat. Also die Sensoren, diese Sensoren haben auf jeden Fall auch ihre Berechtigung, messen aber einfach etwas völlig anderes, nämlich die flüchtigen organischen Verbindungen. Und schätzen praktisch daraus, ich nenne es jetzt einfach mal schätzen, daraus die CO2-Konzentration ab. Und das ist einfach nicht sehr genau, das kann man auch nachmessen und da sieht man eben, das ist tatsächlich ein großer Unterschied. Warum erwähne ich das? Weil diese E-CO2-Sensoren, diese VOC-Sensoren deutlich günstiger sind als die Sensoren, die echt CO2 messen. Es lohnt sich aber, das Geld zu investieren. Was die Kosten dazu, kommen wir gleich noch. So, dann schauen wir uns jetzt endlich mal an, wie denn dieser CO2-Sensor aussieht. Hier ist praktisch, oder dieser Monitor, hier ist mal ein Prototyp dargestellt. Und da kann man die verschiedenen Komponenten jetzt sehen. Links im Foto, rechts oder unten in dem Fritzing-Drawing. Und wenn man sich das mal anschaut, welche Komponenten man da braucht, Komponenten, dann kommt man eben zunächst einmal auf den Sensor, auf den CO2-Sensor. Das ist eben der SCD30, den ich hier verwendet habe. Das ist dieses Teil hier. Oder auch rechts dargestellt dieses Teil hier. Und der kostet sowas typischerweise 45 Euro. Und wenn ihr den bestellen wollt, irgendwo, nicht wundern. Er ist manchmal kurzfristig ausverkauft, aber ich hatte es bisher so, es gibt eben verschiedene Anbieter und man findet immer irgendwo einen und zur Not wartet man mal eine Woche. So, dann ist es so, als Mikrocontroller verwende ich hier einen sogenannten ESP8266. Das ist praktisch diese Komponente hier, das ist dann der Mikrocontroller, ne, oder hier auch dargestellt in der Schaltungsskizze. Der kostet sowas wie typischerweise 5 Euro vielleicht. Dann habe ich hier ein OLED-Display verwendet. Da kann man auch andere verwenden, sieht man nachher. Das ist hier ein OLED-Display. Das kann man sehen. Hier ist praktisch das Display. Oder auch hier in der Schaltung. Was denn die Messwerte anzeigt. Das kostet auch so vielleicht 5 Euro. Und dann verwende ich hier eben eine Steckplatine. Ein Breadboard, weil es eben ein Prototypaufbau ist, Steckplatine, und die kostet auch sowas wie typischerweise 5 Euro. Und dann eben noch ein paar Kabel, sieht man ja hier jeweils ein paar Kabel noch, oder auch eben eine rote LED, die eine Warnung ausgibt, wenn es irgendwas, wenn irgendwelche Werte zu groß sind. So, das mal der Prototypaufbau. Ich habe das dann noch ein bisschen weiter gemacht. Hier sieht man jetzt einen Aufbau mit einer Lochrasterplatine statt einem Breadboard, statt einer Steckplatine, Lochrasterplatine. Die kostet dann typischerweise vielleicht 1 Euro oder sowas. Aber das kann man hier erkennen. Das Grüne hier, das ist jetzt diese Lochrasterplatine. Hier ist die Unterseite dargestellt. Und dann verwende ich hier zusätzlich noch ein Gehäuse. Ich habe ja hier einfach ein Gehäuse für ein Arduino Uno genommen. Das habe ich mir gekauft. Und ja, die sind unterschiedlich. Man kann genauso ein Gehäuse für ein Raspberry Pi nehmen. Das hatte ich auch ausprobiert. Und die kosten vielleicht so, je nachdem, wo die man die besorgt, 5 Euro, 7 Euro, vielleicht 10 Euro. Und noch ein paar kleine Schrauben, M2-Schrauben, um das eben festzumachen. Ups. Schrauben schreibt man ja typischerweise mit U, die dann irgendwie vielleicht 1 Euro, was weiß ich, kosten. Na, hier kann man das sehen. Hier ist wieder der ESP 8266, der Mikrocontroller. Hier ist der, ups, ich wollte sagen, hier ist der Gassensor, der SCD30, der CO2-Sensor. Hier ist das Display und dann ein paar Kabel. Und ich habe jetzt hier auf der Unterseite mit so Silberdraht gearbeitet, um das vielleicht ein bisschen schöner zu machen. Und dann das Gehäuse, das ist eben hier zu erkennen. Man sieht schon, ich betreibe das Ganze dann noch mit einer Powerbank hier rechts dargestellt und so hat man praktisch schon einen schönen portablen Sensor eigentlich. Dann habe ich noch eine dritte Version gebaut. Da ist jetzt, ja, also gut, man sieht hier links eben schön die Abfolge, ne? Also die Einzelteile von diesem Gehäuse hier, von dem Arduino-Gehäuse, dann hier ein bisschen Lötarbeit
dann nachher das Ganze darauf schrauben und am Ende zusammenstecken. Da sieht es aus wie hier rechts dargestellt und man sieht schon, ich habe jetzt hier ein etwas größeres OLED-Display verwendet und vor allen Dingen erkennt man hier eben eins als Ampelersatz, so anstatt jetzt einfach eine Ampel mit drei LEDs zu bauen, was man auch machen kann, habe ich jetzt praktisch so Emojis verwendet, die jetzt so einen gewissen Ampelcharakter haben. Ampelcharakter, wo dann praktisch, wenn der CO2-Wert gering ist, dann ist dieser Emoji sehr happy. Wenn er hoch ist, dann wird er halt immer weniger happy. Und hier haben wir jetzt einen CO2-Wert und das sieht man da schon von, kann man vielleicht gerade so lesen, 1157 ppm. Und da ist er schon nicht mehr ganz so happy. Und das habe ich bisher noch gar nicht erwähnt. Der SCD30, der CO2-Sensor, misst eben zusätzlich auch noch die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Das ist also richtig so ein Raumklimasensor. Das ist also sehr nett. Und dann in der weiteren Variante, das ist auch vielleicht eine schöne Lösung, habe ich das Ganze in den IKEA-Bilderrahmen reingebastelt. Also das ist einfach ein günstiger IKEA-Bilderrahmen. Und ja, der kostet sowas typischerweise 2 Euro, habe ich glaube ich dafür gezahlt. Da gibt es dann, die haben immer so schöne Namen bei IKEA, ich glaube Ribba hieß das hier. Und was eben auch geht, ist das Modell Hofstar. Da kann man eben schön die Sachen drin einbauen, weil dieser Rahmen eine endliche Tiefe hat. Man kann das hier erahnen, ne? Und dahinter kann man praktisch eine ganze Menge Zeugs und Elektronik noch verstecken. Und ich verwende jetzt eben hier kein OLED mehr, sondern ein LCD-Display. LCD-Display. Und man sieht jetzt hier, das ist praktisch ein 4-Zeilen-Display, was ich hier verwende. Das 4-Zeilen-Display hat 10 Euro gekostet, aber wenn man jetzt ein 3-Zeilen-Display nimmt, dann kostet das gleich nur noch 5 Euro. Und hier habe ich das jetzt so gemacht, dass ich, wenn gelüftet werden muss, dann wird hier praktisch einfach, kommt hier so ein Lauftext, der hier durchläuft und er sagt dann lüften. Man könnte sich auch noch einen akustischen Sensor natürlich vorstellen. Man sieht auch, das ist jetzt wirklich auch ein sehr hoher Wert, diese 2144, also da muss ich wirklich dringend lüften. Temperatur war jetzt hier 21 Grad und Luftfeuchtigkeit auch, sieht man hier wieder schön dargestellt. So, nun ist es so, dass es vielleicht ein bisschen langweilig ist, wenn man nur den aktuellen Wert hat. So, der aktuelle momentane Wert, aktuelle Wert alleine ist vielleicht etwas langweilig, denn wir wollen ja möglichst viel wissen, was in einem Raum passiert. Langweilig. Und vor allen Dingen auch nicht ausreichend, um das Lüftungsverhalten zu bewerten, also um verschiedene Lüftungsmöglichkeiten zu quantifizieren. Und wir wollen das Ganze ja ein bisschen verstehen, was wir eigentlich machen durch das Lüften. Das ist also nicht ausreichend für eine Bewertung des Lüftungsverhaltens. Und da ist es so, dadurch, dass wir den ESP8266 verwenden, der ja nun WLAN kann, können wir praktisch dann einfach per Webbrowser darauf zugreifen, dort eine Webseite hinterlegen, also etwas zusammenprogrammieren, zusammenschustern und uns Verlaufsgraphen erzeugen. Das kann man jetzt teilweise recht einfach machen mit Cloud-Lösungen. Ich wollte aber auf gar keinen Fall hier oder ungerne, sag ich mal, Cloud-Lösungen verwenden. Zum einen, weil das in Schulen durchaus problematisch sein kann. Und zum anderen gibt es eben auch Lösungen, ohne das per Cloud zu realisieren, ganz einfache. Da gibt es zum Beispiel die schöne Chart.js-Bibliothek, die ist Open Source. Und da kann man dann praktisch einfach recht einfach Graphen programmieren. Ich habe jetzt hier rechts mal ein Screenshot von der Webseite dargestellt, wo man hier praktisch sieht, so ein Verlaufsgraph von dem CO2-Konzentration. Und das ist dann praktisch eine schöne Lösung, um sich die Daten anzugucken. Man kann das dann noch weiter treiben. Man kann auch Datenanalyse betreiben. Oder bevor wir die Datenanalyse uns angucken, kann man vielleicht mal kurz, so sieht dann die Webseite aus. Na, da steht dann, hier oben ist noch ein Link auf den Code auf GitHub und so weiter. Und das ist jetzt bei mir gemessen im Zimmer. Und hier ist praktisch diese CO2-Konzentration, die steigt dann hier an. Da habe ich halt mal kräftig reingeatmet in den Detektor und hier schwankt sie dann ein bisschen. Ich hatte mal ganz kurz, war eine Tür offen, weil ich glaube, da kam ein Paket vorbei. Dann wird eben noch die Temperatur dargestellt. Temperatur ist jetzt die untere Kurve hier, linke Skala, Luftfeuchtigkeit, rechte Skala. Und dann werden die Werte nochmal als Tabelle dargestellt, wo man sich das alles genau angucken kann. Und das finde ich persönlich eben ganz wichtig, man kann sich die Daten auch herunterladen. Das ist dieser Pfeil, der rote, der da rechts drauf zeigt. Da kann man nämlich Datenanalyse machen. Dann kann man praktisch das Ganze herunterladen, und zwar als CSV-Daten, also kommaseparierte ASCII-Tabelle einfach.
und so weiter mit den Daten rumspielen. Das habe ich zum Beispiel hier gemacht. Hier ist zum Beispiel einmal der Effekt von verschiedenen Lüftungsarten dargestellt. Über die Zeit ist es also jeweils die CO2-Konzentration als Funktion der Zeit gemessen, in Sekunden, in verschiedenen Lüftungsvarianten. Oben haben wir Kipplüften, also einfach nur ein Fenster aufgemacht, gekippt, dann Stoßlüften, das Fenster weit aufgerissen, also voll aufgemacht, und dann eben Querlüften ganz unten, wo ich praktisch auch noch ein gegenüberliegendes Fenster aufgemacht habe. Und man sieht eben ganz klar, dass Querlüften viel, viel schneller dafür sorgt, dass die CO2-Konzentration und damit auch die Aerosolkonzentration in dem Raum absinkt. Und so ist es einfach so, man kann die einmal festhalten, Kipplüften bringt fast nichts. Das ist eine wichtige Feststellung, Kipplüften bringt fast nichts. Außer dass die Wände auskühlen, was im Winter auch schlecht ist. Und eben wegen dieser Quantifizierbarkeit des Lüftens kam ich damals auch, dieser Hashtag Better Lüften, war so ein bisschen dadurch motiviert. Da gab es einen sehr schönen Artikel im Guardian, der sich also darüber ausgelassen hat, was die Deutschen für eine Wissenschaft aus ihrem Lüften machen. Und da dachte ich mir, ja, kann ich hier auch machen. Und hier sieht man eben sehr schön dargestellt, dass Querlüften wirklich wesentlich effizienter ist als Kipplüften. So, dann gucken wir uns mal kurz den Code an, den Arduino-Code. Der liegt praktisch auf der Webseite und das ist jetzt hier einfach die Arduino-IDE. Mit der Webseite meine ich auf dem GitHub-Repository. Und das ist der Code. Da muss man praktisch nichts mehr machen. Man könnte ihn gleich so verwenden, wenn man Wi-Fi-WLAN nicht verwenden möchte. Will man WLAN verwenden, dann setzt man hier einfach, schreibt man einfach True hin auf diesen Schalter und das war's. Man kann praktisch entweder ein OLED-Display verwenden, das hat man ja gesehen, oder ein LCD-Display. Für beides habe ich Parameter vor oder Programmteile vorgesehen. Da muss man einfach den entsprechenden Teil auskommentieren. Jetzt würde ich ein LCD-Display dazu verwenden. Und wichtig ist dann, wenn man WLAN verwenden möchte, also hier werden einfach die nötigen Bibliotheken eingeladen in diesem Part. Und wer das genauer wissen möchte, was das mit den Bibliotheken auf sich hat, das ist eben auch bei GitHub nochmal näher beschrieben bei mir. Hier setzt man die WLAN-Credentials ein, also die WLAN, den Namen des WLANs und das Passwort, dann wählt er sich automatisch ein, zeigt dann beim Starten die IP-Adresse, wo man mit dem Browser einfach darauf zugreifen kann. Hier dann noch die CO2-Grenzwerte, die ich festgelegt habe, welche als gut oder schlecht sind. Über 1500 ist also ganz schlecht, da sollte man lüften, bis 1000 ist noch okay und unter 600 ist wunderbar. Das OLED-Display wird dann hier kalibriert mit den entsprechenden Größen oder wenn man LCD verwendet, eben hier. Und dann noch nicht unwichtig ist vielleicht der Parameter Altitude Offset. Das ist die Höhen, ja, Kalibrierung. Also ich befinde mich ungefähr auf 300 Meter über normal Null. Das sind also Meter über normal Null, die man hier eingibt. Dann ist eben der Druck anders und entsprechend ist die Messung leicht anders. Das ist also ein Wert, den man am Anfang einmal für sich einstellen sollte. Und standardmäßig ist die Messzeit, das habe ich jetzt vergessen zu sehen, weiter oben, ist jetzt hier auf 10 Sekunden eingestellt. Kann man minimal 2 Sekunden einstellen. Na, kann man, das ist halt die schnellste Möglichkeit. Genau, und ein anderer Punkt ist noch die Kalibrierung. Darauf komme ich jetzt mal zu sprechen. Die ist standardmäßig hier auf False gesetzt. Und da noch ein paar Anmerkungen zu. Sensorkalibrieren ist mir noch ein wichtiges Thema. Den SCD30 Sensor kalibrieren. Kalibrieren. Es ist so, dass der SCD30 von Haus aus erwartet, der, sobald man ihn das erste Mal in Betrieb nimmt, 7 Tage kontinuierlichen Betrieb. Und zwar ohne, dass man ihn ausschaltet und nichts. Also er muss wirklich kontinuierlich durchlaufen. Und dabei regelmäßig mit Außenluft in Kontakt kommt. Regelmäßig mit regelmäßiger Außenluft. Und die Idee dahinter, sorry für mein Gekrakel, regelmäßiger Außenluft, die Idee dahinter ist, dass er praktisch immer selber merkt, wann jetzt Außenluft da ist, also der niedrigste Wert, und sich darauf kalibriert. Das war jetzt für mein Szenario einfach nicht drin, dass ich den 7 Tage am Stück hatte laufen lassen, weil ich ihn ja in einem Klassenraum oder in einem Vorlesungsraum einsetzen möchte. Deswegen ist das bei mir standardmäßig deaktiviert in dem Code. Also das ist deaktiviert. Stattdessen verwende ich eben dieses Forced Recalibration, das kann man wahlweise machen. Force Recalibration. Stattdessen, und das ist eben diese Konstante, die man in dem Code hier auf True setzt. Wenn man die auf True setzt, dann macht er eine Force Recalibration, eine Rekalibrierung, sagt das auch beim Start und dazu stellt man ihn einfach nach draußen, lässt ihn dann da 5 Minuten ruhen, dann hat er seine Force Recalibration gemacht, das wird dann auch auf dem Display angezeigt und danach
kann man die wieder neu kompilieren, indem man das hier auf True, auf False wieder schaltet, sodass er keine Kalibrierung mehr macht. Und das klingt jetzt ein bisschen umständlich, aber man braucht es wirklich ungefähr nur einmal im Jahr zu machen. Ne? Das ist also nicht oft nötig. Und nebenbei gesagt, kommt der SCD30 von Haus aus auch schon kalibriert mit. So, ein anderer Kommentar ist noch, dass diese nicht dispersiven Infrarotsensoren etwas zugempfindlich sind. Die Sensoren sind zugempfindlich oder durchzugempfindlich. Und das äußert sich darin, dass das Signal einfach etwas fluktuiert in dem Moment, wo man, wenn man querlüftet beispielsweise. Das ist aber nicht schlimm. Das macht nichts, nur während der Messung ist das dann, muss man dann sich bewusst sein, okay, warum ist das flattert das Signal jetzt so? Einfach weil man praktisch das, den Sensor in einem Zug stehen hat, in einem Durchzug stehen hat. Wenn man jetzt einen Raum hätte, wo jetzt hier oben die Fenster sind und hier praktisch die Tür, dann wäre ein guter Platz für den Sensor, wäre zum Beispiel einfach ihn hier hin zu tun, weil da kommt der Luftzug dann nicht so direkt hin. Ne? Gut, vielleicht abschließend noch. Infos zu diesem Projekt ist alles auf GitHub. Auf GitHub findet sich eine Dokumentation mit Referenzen, Infos über die Verkabelung, auch wissenschaftliche Referenzen zu Corona, wer sich dafür noch ein bisschen interessiert, und eben auch der dokumentierte Code. Und da kann man mir gerne auch irgendwie Issues schicken, wenn da irgendwas falsch ist. Das bemühe ich mich alles zu korrigieren. Der Code wird natürlich noch weiterentwickelt oder das ganze Projekt. Ich habe dann noch auf der Agenda oder ich sag mal Ideen, die ich dann auch umsetzen wollte, ist, dass man den WLAN-fähigen Chip natürlich auch als Hotspot verwenden kann, dass ich also kein WLAN brauche, sondern dass er sein eigenes WLAN macht. Das muss ich noch umsetzen. Das ist recht einfach zu machen. Das ist vor allen Dingen dann interessant. Es gibt in vielen Schulen kein WLAN, ja, wirklich in vielen Schulen nicht. Dann kann man sich praktisch mit seinem Smartphone, mit seinem Laptop auf diesen Sensor einloggen und sieht dann eben auch dort die Verlaufsgrafen. Das andere, was man mit diesem ESP8266 auch gut machen kann, ist ein Pax-Counter. Also Leute zählen in dem Raum, in dem man praktisch die MAC-Adressen einfach zählt von den Geräten, wenn man davon ausgeht, dass jeder ein Smartphone bei sich hat. Das ist also auch eine lustige Sache, die ich noch umsetzen werde. Und wer Fragen hat, eben einfach gerne auf Twitter einfach direkt kontaktieren. Hier auf YouTube eine Frage direkt unter das Video schreiben. Ich bemühe mich, das alles zu beantworten. Gerne auch per E-Mail, steht in der Dokumentation auf GitHub. Und vielleicht abschließend noch, wer sich für das Thema interessiert, aber noch ein bisschen weitere CO2-Monitore weiter dazu nachlesen möchte, da kann ich auch sehr den Twitter-Kanal von Guido empfehlen, von Guido Burger. Das ist also sein Twitter-Handle, Guido-Burger, der ganz explizit mit seinem CO2-Monitor auch in die Schulen geht. Er verwendet eine grafische Programmieroberfläche dafür, was vielleicht für die Schulen auch ein bisschen netter ist, wenn die Schüler können dann selber das programmieren. Ich habe jetzt hier direkt die klassische Arduino-Umgebung gewählt. Aber das ist eben auch eine schöne Quelle. Gut, wie gesagt, bei Fragen einfach fragen. Und ich hoffe, das hat hier vielleicht den einen oder anderen motiviert, selber mal Hand anzulegen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.